Laura! Lauter! Nein, Laura, ich fühle eine positive Energie in deinem Innersten. Danke. Wie bitte? Ich fühle Wut in dir. Du hast sie unter Kontrolle. Mit dieser Energie kannst du... Berge versetzen! Amon besiegen. Der Weg, um einer der Höllenfürsten zu besiegen, ist eine Energie, die in dir steckt. Was ist das? Scheiße, ist echt Höllenfürst? Ja, Höllenfürst. Kannst du mir etwas genauer das erklären? Kannst du mir das etwas genauer erklären? Bitte, ich versuche jetzt richtig zu lesen. Leserlich zu lesen. Die Höllenfürste sind die Energie des Bösen. Siegst du ihre Energie, besiegst du auch seine. Okay. Aber deine... Ach nee, das bin ich, ne? Aber ja. Eigene Energie ist nicht stark genug, um am... den Höllenfürsten alles zu besiegen. Warum nicht? Wie kann ich stärker werden? Die Energie kommt aus deinem Innersten. Stärker wirst du nicht werden. Aber, Pünktchen, Aber was? So sprich doch endlich. Ja, wenn du sie nicht immer unterbrechen willst. Gibt ein Schwert, das deine Energiewellen verstärkt. Tut. Ein Schwert, das Energie verstärkt? Ja, das Lufias Schwert. Es reagiert auf deine Energie. Es reagiert auf die Energie und verstärkt dessen Kraft. Guck mal, ich färb auch auf dich ab, indem du nicht mehr lesen kannst. Lufias Schwert. Weißt du, wo ich dieses Schwert finden kann? Jetzt fange ich schon wieder an. Keine Ahnung. Vielleicht ist das alles auch nur Teil der Legende. Genau. Ja, aber der Glaube an dieses sagenhafte Schwert verleiht mir neuen Mut und neue Kraft so schnell. Wirst du doch kämpfen, auch wenn es dein Ende bedeuten könnte. Pff, ja, warum nicht, ne? Es ist nicht leicht für mich, meinem Schicksal zu folgen, als einfach davon zu rennen. Dramatik. Ich werde dich nicht zurückhalten. Doch ich kann dein Leben hier... Warte, was? Doch ich kann die Leute hier nicht so zurücklassen. Ja. Beerdige sie und fertig. Hilfst du mir? Natürlich. Ich werde doch die Menschen nicht zurücklassen, so wie ich meinen Sohn in unserer Heimat Pandoria zurückgelassen habe, bei einer alten Frau, bei der Tante meiner Frau. Echt? Alleine. Mögen die leiden mussten, in Frieden ruhen. Und ich habe gerade schon wieder so eine Stimme. Piet! Ja, man hat's. Sie werden... Scheiße. Sie werden scheiße! Oh, das ist echt nicht... Ja? Paradies glücklich sein, oder? Nein. Ja, das werden sie. Wieso widerspreche ich mir immer? Was werde ich jetzt tun? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht genau, aber ich werde nach dem Lufia-Schwert suchen und es finden. Ganz bestimmt. Dem habe ich mit Amon nach einer Acht. Außerdem habe ich mit dem alten Homo-Sack noch eine Rechnung auf. Ich habe eine Lichtkugel nach Süden fliegen. Ich habe eine... Ach, er flog nach Süden. Das könnte Amon sein. Immer, aha. Ich geh jetzt lieber. Ich habe noch ein paar Noten zu versorgen. Und da geht sie. Nieriff! Wirst du mir eines Tages erzählen, wer du wirklich bist? Mama? Der Tag wird kommen, an dem du alles erfahren wirst, mein Sohn.
Nachher ist das nicht so. Du denkst, sagst du? Wenn ich dir einfach wahre, wenn ich dir mein wahres Ich zeige, wirst du mich nicht mehr erkennen. Oh, es ist schwer, eine Homo-Fürstin der Finsternis zu sein. Aber wieso hilft sie uns denn? Guck mal, die ganzen Menschen sind weg. Na, keine Toten mehr. Also. Wie beschwinden die? Ja, ja. Weh vom Sprechen. Das tut weh? Ja, ja, ne? Das tut schon weh, ja, wieso, aber das macht man noch gern für die Menschen da draußen. Nicht, ne? Ne, doch schon. Macht man gegen keinen Schmerz. Ah? Wer weiß? Sei bei Bonbons lutschen! Lutschen ja, aber ich dachte jetzt an was an. Du bist so pervers. Trink ein Lebensnektar. Boah. Wieso? Du hast Halsschmerzen. Dann lutsch ich am Lebens. Bam! Eine Knospe des Lebens. Wo der Lebensnektar herausfliegt. Knospe ist, weiß ich jetzt nicht. Ich wollte es nur in Blumensprache ausdrücken. Du kannst es natürlich auch Stempel nennen, aber das wäre das Weibliche von einer Blume. Epsom Ast. Der Ast des Lebens, daraus kommt der Lebensnektar. Ja, wir sind heute bei... Keine Ahnung, wo wir sind, aber... Ja, nee. So. Hä? Wo sollten wir hin? Nach Süden. Nach Süden. Na, das sind doch, ich hab's gesehen. Fische. Sägefisch und See... Verdammt, die Anemone. Seeanemone, das sind doch harmlose kleine... Nein! Kein Lebewesen ist harmlos. Sobald man es triest, wird es gefährlich. Hoffe ich doch. Sonst sag ich wieder was falsch. Wie heißt es? Seeschlange. Es ist eine Seeschlange, die sehr seltsam aussieht. Thank God. Wie kannst du dieses Spiel ohne Lachkraft? Ich glaube, ich bin da schon. Ah, nein, dein Gewöhn. Was ist das hier? Das ist gruselig, wenn alle einen erwarten. Nein, ich bin nicht. Hallo, Kleine. Wisst ihr, was das für eine Leuchtkugel war? Mein Opa sagt, dass das ein Überwesen sein soll. Ich kann nur reden wie ein kleines Kind. Hallo, Opa. Hallo. Der Lichtball muss ein Überwesen gewesen sei. Trotzdem spüre ich auch böse Kräfte. Ich hoffe, dass die Lichtkugel niemals wieder aus dem Meer auftaucht. Verstanden, Bro? Jo! Aua. Hab meinen Fuß angeschlagen. Da ist ein Kind aufgetaucht. Da gibt es ein Labor mit seltsamen Erfindungen, die... Als ich dort war, haben sich die Erfinder gerade bei einem singenden Schiff aufgeregt. Guck mal, wer da spricht. Wow! Hattest du nicht eine Stimme für ihn? Muss ich? Muss du nicht. Gewesen sein. Nein. Du hörst dich an wie Olaf. Bist du in Wahrheit Olaf? Das muss Mirko gewesen sein. Wer ist das? Ein Freund. Er findet U-Boot, Seeboote, Unterboote. Unterseeboote? Das sind Schiffe, die unter Wasser fahren können. Cool. Wenn ein Schiff unter Wasser fährt, nennt man das sinken. Nein, du Dummkopf. U-Boote tauchen. Unter Wasser. Sie sinken nicht. Hallo, Goldmero. Hey, ganz ruhig. Das sind alle deine Freunde. So hitzköpfig. Mich nicht. Ja, wahrscheinlich. Von Goldmero. Die Versammlung ist weg. Oh.
was war das nur für eine Kugel? Ich weiß nicht, ob ich weiblich oder männlich bin. Sie ist in das Meer geschützt und ich hoffe, sie bleibt auch da. Ja. Was? Hallo. Hallo. Ist das wahr? Das Aurorio von diesem unheimlichen Mann zerstört wurde, nicht? Die Lichtkugel kam auf Aurorio. Gibt es da einen Zusammenhang? Nein, natürlich nicht. Ach ja, guck dir mal bitte dieses Inn an. Wir sind 1, 2, 3, 4 Personen. Wer schläft in welchem Bett? Du schläfst mit deiner Frau. Ja, ne? Ich schlafe mit meiner Frau in einem Bett und die anderen beiden in einem anderen Bett. So müsste es doch sein. Richtig? Was ist los? Gerade anders gebettet. Sie bettete sich anders. Warum sind die anderen jetzt groß und die anderen klein? Weil die das nicht tragen können. Hä? Ach so. Haben die ihre Verletzungspose? Hallo, willkommen. Ich möchte. Nein. Du hast ja nur... Moment, was kann das für eine Menge? Nee, du hast nur Müll. Ich hab die neu gegen Halsschmerzen. Die Lichtkugel kam von Norden und ist in die südöstliche Meer da vorne geflogen. Die Leute sind immer noch so ganz aus dem Häuschen, so voll krass, ey. Stimmt, um Käppchen. Ich hab noch nie so eine verrücktes Licht gesehen. Das muss der Anfang des Weltuntergangs sein. Du bist zu spät, die Maya haben es schon vorausgesagt und verkackt. Ich will meine Oma besuchen. Nein. Wenn die Licht auch an Lichtkugeln... Ach Quatsch, schon mal. Wenn ich an die Lichtkugel aus dem Licht auf dem Meeresgrund denke, traue ich mich gar nicht mehr in die Nähe des Wassers. Aber ich will doch baden. Manu. Was? Ja, ich hab halt die... Naja. Hallo? Out. Piep. Mein Freund ist Seemann. In Porta Vravia. Er sagt, er hat die Lichtkugel ganz aus der Nähe gesehen. Er sagt, die Art, wie die Kugel ins Meer getaucht ist, hatte etwas Göttliches an sich. Ja. Ich sollte nie wieder so reden. Ja, das ist... Wo ist denn Portra Via? Hier so? Ne? Da so? In die große Halle. Das ist eine Kirche. Geh rein. Das ist eine Kirche. Guck mal, eine Blutrose. Nur für dich. Ich sehe gerade, das ist voll wirrend. Ich sehe kaum... Ah, jetzt sehe ich die Blutrose. Ah. Oh. Töte sie für mich. Schon geschehen. Schon geschehen. Ist er tot? Wo ist denn jetzt diese Portravia? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Enzianos, sag es mir. So einfallsreiche Namen für Blumen. Enzian. Blau, 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 bitte Enzian. Wollte ich auch singen. Narkose. Kann Enzian einschlafen? Schläfern? Ah, nimm's Blüte. Blütenpower on! Go and die! Blauer Power! Hier wollte ich nicht hin. Ich habe schon lange keine Touristen mehr gesehen. Kein Wunder, hier gibt es auch nichts zu sehen. Bob, bist du schlau. Möchtest du ein Kind lesen? Sprechen? Also bei mir ist gerade das weg, was du vorhin aufgab. Ich will auf der Insel in der Mitte des Sees. Das will ich auch, mein Kleiner. Das will ich auch. Kleines Mädchen? Das war mal okay. Dann, meine Hanyo. Der ist sehr salzig. Das ist komisch, oder? Nein. Natürlich.
Meine Mama sagt, das Leben ist wie eine Pralinenschachtel. Ob es wirklich möglich ist, auch Dracheneier zu sammeln? Ich wage das zu bezweifeln. Das war gar kein Kind, ne? Nein. Und ich zeige dir die Tatsache. Dann, 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 dann! Dracheneier. 5 Stück an der Zahl. Von 7, die es gibt in dem Spiel. Gab's doch nur 7, oder? Hallo! Nachdem der Wunsch erfüllt wurde, werden die Eier wieder in die weite Welt verstreut. Wenn du eine Truhe findest, die bereits geöffnet wurde und neben wieder verschlossen ist, dann befindet sich in dieser Truhe mit großer Wahrscheinlichkeit ein Drachenei. Im Casino gibt es den Schatzsucher. Benutzt du ihn für einen Verlies, gibt er für jedes ungeöffnete Türchen ein Signal. Damit kannst du die Dracheneier problemlos einsammeln. Ja, ich glaube, die kaufe ich mir. Wo geht das zu Casino? Möchtest du alten Menschen sprechen? Auf der Insel im See befindet sich ein Tempel. Dort lebt der Drache. Ohne Eier. 8! Mist. Und von dem Drachen 8 Dracheneier. Erfüllt er einen Wunsch? Schada, hey, schada. Stimmt, das war ja nur bei Dragon Ball mit 7, ne? 7 Dragon Ball. Wo ist denn jetzt das Casino? Ich will zum Casino. Casino? Casino? Casino! Ich latsche einfach rum, ohne irgendwelchen Grund. Und das sind Chisos. Chisels? Chisels. Okay. Chisel McDizzles sind das. Ja, Chisels. Ach komm schon, irgendwo. Ich möchte doch nur noch Piotr Fisco. Ich hab mich verlaufen. Lauf zurück. Hat sie irgendwo gesagt, wo dieses dumme Dorf ist? Also dieses dumme Porta Fisco? Nicht, dass ich wüsste. Ich hab nicht aufgepasst. Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass ihr Freund da arbeitet. Hast du nochmal nachfragen müssen? Ja. Na, wahrscheinlich. Ich renne ja auch gerade wieder dahin. Du kämpfst gegen Bäume. Ja, Bäume sind halt sehr... Moment, ich war hier unten noch nicht. Kann man ein Theaterstück sehr gut vertonen? Wenn da die ganzen Geräusche bei sind, bestimmt. Weil ich habe so ein Buch, da sind Theaterstücke drin, obwohl das ist ziemlich deprimierend. Ich habe auch ein Buch, das hast du gerade. Da sind ja auch Theaterstücke drin. Ja, ich weiß nicht, wovon du redest. Man könnte ja Romeo und Julia vertonen. Clear, clear. Bin ich noch eher für Macbeth? Das darfst du doch nicht sagen. Nein. Dann bin ich für das Stück, das man nicht aussprechen darf, solange man nicht drin gespielt. Okay. Kann man probieren. Oh, da ist ein... Da, ich habe ein Dorf gesehen. Ein Dorf. Stadtdorf. Kleines Ding auf der Karte. Ich sehe gerade nur die Blumen, die du bekämpfst. Ja, die sehe ich auch gerade noch, aber bald nicht mehr. Eine ist weg. Er ist noch nicht weg. Wie schnell überträgt sich das eigentlich? Weiß ich nicht. Du hast jetzt 188. Okay, ich laufe jetzt. Achtung! Ein Schritt. Entschuldigung, es war gerade schwarz. Ein Schritt. Viele Schritte. Kampf. Kampf. Merkst du, wie schnell? Das ist mit einer Sekunde oder zwei Versatz. Manchmal länger, manchmal weniger. Es kommt immer drauf an. Okay. Eine Sekunde ist aber viel. Süßer, hast du denn noch Gesprächsthemen?